Ihr habt es ja vielleicht in den letzten Tagen gelesen, zwischen RWE, dem einen großen Energieversorger hier in Deutschland, und E.ON, dem anderen, gibt es einen Deal. Man will da eine Tochter abspalten und der eine soll dann Teil des anderen übernehmen. Ziemlich komplizierte Geschichte. Auf jeden Fall ist es so, dass das an der Börse durchaus für Wohlwollen gesorgt hat und die Aktie ist nach oben gesprungen. So, jetzt bin ich in der, naja, kann man schon sagen, etwas glücklichen Lage, weil ein bisschen Glück gehört dazu, dass ich erst vor einigen Tagen RWE gekauft habe. Und zwar habe ich RWE in mein Trading Depot gekauft. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. RWE ist nach oben ausgebrochen. Ich zeige euch auch mal hier den Chart dazu. Und da seht ihr hier diesen Punkt, wo ich die RWE gekauft habe. Und der Grund war also jetzt nicht, weil ich sage, okay, das ist eine langfristig tolle Aktie, sondern die Aktie ist nach oben weggebrochen, also oder ausgebrochen besser gesagt. Naja, und jetzt wusste man schon im Vorfeld, dass RWE auch eine recht gute Dividende zahlen wird in diesem Jahr. Es war auch so, es gab das Gerücht, dass man eine Sonderdividende zahlt. Und jetzt war einfach die Idee, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lasse ich doch mal, wenn die Aktie sowieso technisch gerade nach oben ausbricht, dann gehe ich doch einfach auch mal long in der Aktie. Vielleicht kann man ein paar Euros verdienen und kassiert dann eventuell auch noch diese schöne Sonderdividende. Jetzt kam dann diese Meldung mit RWE und E.ON und ihr seht es im Chart oder habt es im Chart gesehen, jetzt ist die Aktie natürlich nach oben weggegappt. So, und zwar bis in den Bereich knapp unter 20, also so 19,70, manchmal war es auch ganz kurz schon bei 20. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich sitze jetzt nach 4 Tagen oder 5 Tagen im Trade auf einem relativ hohen Gewinn, ne, prozentual betrachtet. Und was mache ich jetzt mit dieser Aktie? Verkaufe ich sie jetzt? Gehe ich raus? Und ich habe mich jetzt hier entschlossen, an der Stelle Covered Calls zu schreiben. Und meistens ist ja so die Frage, Covered Calls, lohnt sich denn das aufgrund der geringen Prämien, die man doch für Calls bekommt? Und da will ich mit euch einfach mal hier ein ganz einfaches Rechenbeispiel machen. Ich habe mal meine konkreten Zahlen hier aufgeschrieben und zwar, ihr seht es hier, ich habe also die RWE für 16,70 Euro pro Stück gekauft und jetzt habe ich einen Short Call bei 19,50 geschrieben. So, und jeder Call hat mir hier also 0,62 gebracht. Das heißt, wenn man das Ganze multipliziert mal 100, eine Option entspricht immer 100 Aktien, entspricht das also 62 Euro, die ich bekommen habe. Und wir können jetzt mal ausrechnen, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, ob es sich überhaupt lohnt zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hier mit Hilfe eines Covered Calls unter Umständen aus der Aktie raus. Habe ich aber hier einen Taschenrechner noch dazu geholt und wir rechnen uns das Ganze jetzt mal aus. Und zwar, wie sieht denn die Performance bislang aus? Also, die Aktie ist bei ungefähr 19,50 zum Zeitpunkt, wo ich jetzt hier dieses Video aufnehme und auch wo ich diesen Trade gemacht habe. Das heißt also 19,50 und gekauft habe ich sie für 16,70. Bedeutet also, ich habe momentan eine Rendite von roundabout aktuell 16,76%. So, das ist ganz gut. Jetzt müssen wir natürlich, zu überlegen, ob sich das Ganze lohnt, müssen wir jetzt überlegen, okay, was verbaue ich mir denn erstmal mit einem Covered Call? Ich verbaue mir natürlich die Chance, dass die Aktie über 19,50 ansteigt. Ne? Also das heißt, die darf zwar über 19,50 ansteigen, aber ich bin ja short einen Call. Das heißt, der Käufer des Calls darf kaufen. Was muss ich machen? Ich muss verkaufen. Das heißt, ich würde meine Aktien dann abgeben. Und dafür bekomme ich diese 62 Cent. Das heißt aber, wenn mir meine Aktien hier weggecallt werden, ist mein effektiver Ausstieg ja nicht die 19,50, sondern natürlich auch noch die Prämie hier dazu. Das heißt, wenn wir die mal zusammenrechnen, sind wir bei 20,12. Und wenn wir das jetzt nochmal ausrechnen, mit unserem ursprünglichen Einstieg von 16,70, dann lege meine Rendite hier jetzt in dem Fall, also mit dem Cover, das also ist hier ohne CCW und jetzt hier mit, liegt jetzt meine Rendite bei 20,47%. Ihr seht also einen deutlichen Unterschied zwischen der 16 und 20. Ne? Das sind fast 4%, knapp 3,7% sind es. So, und jetzt waren das Optionen mit einer Restlaufzeit von 4 Tagen. Das heißt also, ich habe jetzt hier innerhalb von 4 Tagen würde ich diesen Trade oder würde ich diesen Gewinn realisieren. Und ich glaube ganz einfach, natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, man verkauft einfach die Aktie und geht halt dann raus. Aber ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, wenn so etwas kommt,
dann möchtest du so weit wie möglich flexibel sein. Ne? Also ich kann auch einfach sagen, okay, ich verkaufe sie, Trade ist beendet, schöner Gewinner, alles gut. So, jetzt mit diesem Call hole ich mir erstens noch ein bisschen Zusatzrendite rein, nämlich ich steigere das Ganze von 16,7 auf 20,4%. Und zum anderen, durch die sehr, sehr kurze Restlaufzeit, die ich jetzt hatte, wie gesagt, nur 4 Tage, bin ich natürlich jetzt auch relativ flexibel. Das heißt, sollte jetzt zum Verfallstag mir die Option nicht wegge- oder die Aktie mir nicht weggecallt werden, sondern sie soll, angenommen, die endet bei 19,49, ne? Was wird dann passieren? Meine Option wird wertlos verfallen. Die ist ja dann weg, ne? Weil warum soll jemand was für 19,50 kaufen, wenn er es an der Börse billiger bekommen kann? Und ich kann ja sofort hergehen und kann wieder eine Option schreiben. Ne? Das heißt, ich könnte zum Beispiel wieder eine Woche weitergehen und könnte nochmal eine Weekly-Option schreiben und könnte dann auch mal so ein bisschen schauen, okay, wo lohnt sich's denn? Ne? Sollte ich vielleicht hochgehen auf 20 Euro, vielleicht gehe ich auch runter auf 19 Euro, muss man sich so ein bisschen anschauen. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt schon mal eins gemacht. Selbst wenn ich jetzt selbst wenn ich jetzt wieder drin bleibe und habe ich natürlich durch diese 62 Cent meinen Einstieg hier reduziert, nämlich jetzt mittlerweile auf 16,08. Und wenn ich das noch ein, zwei Mal machen könnte, dann verbessert sich auf jeden Fall meine Performance nochmal in diesem Wert. Und falls nicht, falls sie halt dann weggecallt wird, naja, dann habe ich hier ein paar Tagen 20% gemacht und dann kann ich auch recht zufrieden sein. Der einzige Kritikpunkt wäre dann für mich, warum hast du nicht ein paar hundert Aktien mehr gekauft? Ja, aber das ist ja immer so der Punkt. Ihr seht also, man kann auch manchmal Optionen einsetzen in einem Langfristdepot, gerade wenn so etwas kommt. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, ja, warum behältst du die Aktien nicht? Vielleicht geht die ja noch auf 30. Kann sein, aber mein Ziel war ja ohnehin nur ein Ausbruch und vielleicht eine Dividende mitnehmen. Das heißt, für mich ist die RWE definitiv keine Langfristaktie, sonst war eine Trading-Aktie. Aber wenn eben dann mal sowas passiert, so ein Gap, ne, dann kann man eben auch mal überlegen, weil viele wissen dann nicht, behalte ich oder gehe ich raus. Der Einsatz von Optionen in so einem Fall gibt dir dann noch ein paar mehr Möglichkeiten. Selbst wenn es wieder ein bisschen absinkt, hast du halt dann deine Prämie verdient und kannst noch ein bisschen weitermachen. Voraussetzung ist natürlich immer, dass du mindestens 100 Stück dieser Aktie hast, was aber natürlich bei einer Aktie, die nur 16 Euro kostet oder gekostet hat, natürlich jetzt nicht so schwierig ist. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr könnt das bei euch beim nächsten Mal, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, auch anwenden. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Optionshandel, dann schreibt die mir hier unter die oder in die Kommentare rein und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euch alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.